Wenn ChatGPT der iPhone-Moment der KI war, sind ChatGPT-Plugins dann wohl der App Store. Na dann, schauen wir uns doch mal die aktuellen Apps im App Store an. ChatGPT, bitte erstell mir mal eine Spotify-Playlist. Ich will growlen lernen. Und zwar so ähnlich wie Amorphis, vielleicht The Bee, sowas in die Richtung. Cool, das ist schon mal ganz geil. Letzte Woche hat OpenAI für alle ChatGPT Plus Abonnenten Browsing und Plugins freigegeben und ich habe das natürlich alles mal für euch getestet. Hier sind meine aktuellen Lieblingsplugins und mal schauen, wer es bis zum düsteren Turning Video aushält. Ganz kurz zur Funktionsweise. Ihr könnt euch Plugins wirklich etwa so vorstellen wie Apps eigentlich, nur dass die eben nicht für sich alleine stehen. ChatGPT entscheidet basierend auf eurer Eingabe, welches Plugin es verwendet. Pro Thread können aktuell übrigens leider nur 3 Plugins aktiv sein oder aber Webbrowsing, aber nicht beides gleichzeitig. Aber ihr könnt so viele Plugins installieren, wie ihr wollt. An das Plugin wird dann eine Anfrage geschickt und das, was zurückkommt, ist im Endeffekt dann Teil eurer Eingabe. Was auf der anderen Seite passiert, ist dann im Endeffekt nicht mehr euer Bier oder das von ChatGPT. Das heißt aber auch, niemand checkt, was mit den Daten dort passiert. ChatGPT redet sich da fein raus und sagt einfach, ey, yo, du musst dem Anbieter bitte vertrauen, also am besten nicht nach Vorschlägen fragen. Bevor wir nun aber mit den Plugins starten, möchte ich unserem heutigen Sponsor danken. Das ist AG1. Wie ihr wisst, habe ich vor einer Weile eine Ernährungsberatung gemacht und seither einiges bei mir umgestellt. Und das hier ist seit einer Weile jetzt mein Frühstück. Proteinpulver, Calciumalge, weil ich ja keine Milch mehr trinke, und AG1, das das Ganze komplettieren soll. Oh, und natürlich ein Kaffee. Das ersetzt selbstverständlich keine ausgewogene Ernährung, hilft mir aber dabei, morgens direkt Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. Und naja, aus Neugierde habe ich mal ChatGPT gefragt, was es zu den Inhaltsstoffen von Athletic Greens meint. Dazu erstmal Text aus dem Bild extrahiert, reinkopiert und ob das klappt? Absolut, ChatGPT lobt die breite Palette an Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen, dass es vegan und keto-freundlich ist und keine künstlichen Zusatzstoffe hat. Aber natürlich muss man damit auch vorsichtig sein, bitte keine Überdosis produzieren, auf Allergene achten und vor allem nicht einnehmen, wenn ihr schwanger oder stillend seid. Finde ich ziemlich differenziert. Mein Tipp an euch wäre auf jeden Fall, dass ihr eine Ernährungsberatung selbst macht und dann schaut, was ihr braucht und was euch gut tut. Mir persönlich hilft dieser Shake direkt morgens am besten. Ihr könnt jetzt auch direkt AG1 testen. Das Ganze ist ein Abo ohne Laufzeitbindung und jederzeit kündbar. Und mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie könnt ihr es probieren. Und falls es nicht zu euch passt, kriegt ihr euer Geld zurück. Noch besser wird es mit dem Link in der Beschreibung unten. Damit bekommt ihr direkt einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Travel Packs dazu. Wie ihr eben sehen musstet, sah die Eingabe von mir nicht gerade schön aus und so ist es natürlich auch für ChatGPT, schwerer Inhalte zu verarbeiten. Ich bräuchte also eigentlich erstmal ein Bilderkennungstool, das dann Text extrahiert und die Informationen an ChatGPT weitergibt. Tja, leider gibt's das als Plugin noch nicht, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier schreibe. Aber man kann's entwickeln, wenn man denn zumindest angenommen werden würde und nicht auf einer dieser 1000 Wartelisten verschimmelt, so wie ich immer. Naja, bevor wir starten, müsst ihr übrigens zuerst Plugins und Browsing aktivieren und in der Version auswählen. Und Plugins gehen übrigens nur mit GPT-4. Gut, ziemlich offensichtlich, aber genauso mächtig ist das Browsing. Das größte Manko für ChatGPT war bislang für viele, dass das Wissen auf 2021 begrenzt war. Mit Browsing habt ihr aber Zugriff aufs Internet und damit auf die neuesten Informationen. Bis vor kurzem war das übrigens noch eine eigene, ziemlich kaputte Browsing-Lösung von ChatGPT selbst. Da ging wirklich gar nichts in meinen Tests, kein Link wurde angeklickt, zumindest nicht erfolgreich, keine Website wurde erfolgreich gelesen. Mittlerweile nutzt das ganze Ding Bing. Und Bing nutzt GPT-4. In der Theorie sind die Unterschiede also zwischen Bing im kreativen Modus und ChatGPT Browsing sehr gering. In der Praxis bedient sich Bing dann aber doch eher an nur einer Quelle, während ChatGPT ein bisschen mehr rumguckt und eher eigene Worte für alles nutzt. Wir gucken uns das aber noch separat in einem Video an. Ein weiterer großer Vorteil von Browsing ist natürlich, ihr könnt gleich nachvollziehen, woher ChatGPT seine Informationen hat. Wobei das teilweise noch verbuggt ist. Und durch die Websuche halluziniert es auch deutlich weniger. Das hier ist übrigens das einzige offizielle Plugin von OpenAI, das ich euch vorstellen werde.
In diese Kerbe schlägt auch Scholar AI, nur noch ein bisschen besser. Es integriert nahtlos Suchen nach wissenschaftlichen Artikeln, die sogar schon von Peers überprüft wurden, in deine ChatGPT-Unterhaltung. Also, anstatt Halluzinationen zu bekommen, verbindet Scholar AI dich direkt mit einer Datenbank von Peer-Review-Artikeln und akademischer Forschung. Natürlich inklusive Quellenzitaten. Damit könnte man vermutlich ziemlich fix eine Doktorarbeit schreiben. Na, vielleicht mache ich das dann doch noch irgendwann. Und die Nutzung ist ähnlich einfach übrigens. Einfach fragen und schon habt ihr die passende Antwort. In der Praxis war das wirklich extrem hilfreich für mich. Vor allem, wenn man breit fragt und nicht nur nach einzelnen Papers sucht, klappt das großartig. Leider sind nicht alle Paper mit Volltext verfügbar. Das liegt an der Bibliothek von Scholar AI, die natürlich limitiert ist, und daran, dass natürlich Paper gelegentlich auch kostenpflichtig sind. Gelegentlich liegen die Paper aber trotzdem als PDF kostenlos im Netz, aber trotzdem nicht in der Bibliothek von Scholar AI. Und hier kommen wir zu meinem nächsten Plugin, das ich sehr feiere. Einfach PDF als Link rein und go mit Ask Your PDF. Eine Zusammenfassung des Papers wird erstellt. Man kann detailliert nachfragen, wie das Ganze läuft und in Kombination mit Scholar AI noch sogar weitere Informationen hinzuziehen. Die Informationen waren, was ich bislang gesehen habe, immer sehr akkurat, da man ja die richtigen Informationen direkt als Eingabe eingibt und sich ChatGPT nicht aus seiner eigenen Wissensdatenbank selbst alles herbei halluzinieren muss. Das größte Problem bei PDFs war bisher nämlich, dass sie meist die Eingabe übersteigen, die ChatGPT verarbeiten kann. Intern arbeitet das Tool ja bekanntlich mit Tokens und wenn die überschritten werden, vergisst es eben das, was ihr da vorgeschrieben habt und dann wird's ungenau. Ask Your PDF macht das sehr clever. Die liefern euch nicht gleich den gesamten Inhalt der PDF, der ja durchaus ein ganzes Buch sein kann, sondern eben halt nur einen Teil davon. Ich lieb's komplett. Das Ganze können aber natürlich auch private Dokumente, Bücher, alles Mögliche sein. Und bei privaten Dokumenten sollte man natürlich auch vorsichtig sein, was den Datenschutz angeht. Okay, jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Angstmacher, Video Insights. Und nein, das ist kein übliches Plugin. Video Insights ist eher eine Art Tor zur Hölle, zu einer völlig anderen Dimension der Interaktion und naja, auch des Nutzens irgendwie von ChatGPT. Stellt euch vor, ihr seid mitten in der Arbeit und plötzlich stolpert ihr über ein interessantes YouTube-Video, aber ihr habt keine Zeit, das Ding euch ganz anzugucken. Also, was macht ihr? Ihr könnt es entweder zu später Ansehenliste hinzufügen, die sowieso schon überquellt, so wie ich das von euch gehört habe, oder ihr könnt einfach Video Insights fragen. Mit Video Insights könnt ihr mit Online-Videoplattformen wie YouTube, aber auch Dailymotion interagieren. Es handelt sich nicht nur um eine einfache Interaktion. Video Insights ermöglicht es euch, Transkripte, Metadaten und auch andere Informationen von verschiedenen Anbietern wie eben auch YouTube zu erhalten. Und ich bin davon ziemlich beeindruckt. Man kann als YouTuber Rückfragen dazu stellen, als Zuschauer nach mehr Informationen fragen und die Thematik so besser verstehen. Für mich als Ersteller solcher Videos ist das aber natürlich auch ziemlich mies. Außer natürlich in Bezug auf den Aspekt der Unterhaltung von so einem Video, wie ihr es gerade seht, nimmt das leider sehr viel vom Appeal eines Videos weg. Und naja, wenn wir uns die Aufrufe bei mir in letzter Zeit ansehen, kommt dann schnell die Frage nach Ausgaben versus Einnahmen auf. Und das Thema hatten wir aber auch schon vor 2 Wochen. Wenn ihr das Video übrigens einfach nicht schauen wollt, dann könnt ihr euch jetzt wenigstens eine Zusammenfassung davon generieren lassen. Was wir aber immer noch nicht können, ist Mathe oder wissenschaftliche Berechnungen, was deutlich breiter ist. Der Name Wolfram mag für die Studenten unter euch vielleicht schon eine grobe Ahnung wecken, was dieses Plugin alles machen könnte. Wolfram ist bekannt für seine leistungsstarken Berechnungen, für die genaue Mathematik, für kuratierte Wissensdatenbanken aus allem Möglichen und auch sogar Echtzeitdaten. Das Ganze in Wolfram Alpha und Wolfram Language. Was macht jetzt also dieses Plugin so besonders? Naja, es erweitert die Fähigkeiten von ChatGPT um ein Vielfaches. Stellt euch vor, ihr braucht eine schnelle Berechnung. Natürlich in Stylish. Oder schaut mal hier, ich habe keine Ahnung davon, aber Wolfram hat intern Datensätze, beispielsweise zur Bevölkerung Deutschlands. Die kann ich mir ausgeben lassen. Manchmal auch in einer Grafik. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Von Anatomie über Musik bis hin zu Pokémon bietet Wolfram eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten und Wissen. Ich habe hier mal versucht, eine 3D-Grafik unseres Mondes bauen zu lassen und mir den Kopernikus-Krater anzeigen zu lassen. Das ist der tiefste Krater auf der erdzugewandten Seite des Mondes übrigens. Wolfram kann das eigentlich, aber das Plugin kann es wohl noch nicht.
Aber hey, immerhin die wichtigen Dinge fürs Leben klappen. Woraus entwickelt sich eigentlich Relaxo? Das geht, weil Wolfram einfach all diese Daten sammelt und euch dann wieder zur Verfügung stellt. Und ja, Pokémon-Daten sind auch in der Datenbank enthalten. Leider gehen viele Dinge noch nicht, vor allem dann, wenn die Daten nicht in Wolfram liegen oder die Funktion einfach noch nicht da ist. Hier wird es wohl aber relativ bald spannende Updates oder Kombinationen geben, wenn wir Daten zum Beispiel von woanders nehmen und dann in Wolfram alles anzeigen lassen. Oder wenn Wolfram selbst dem Plugin mehr Möglichkeiten gibt. Das würde ich euch dann aber in Tutorials auf meinem anderen Channel zeigen, wenn ihr Bock drauf habt natürlich. Speak. Anders als der Name vermuten lässt, kann leider nicht sprechen. Zumindest noch nicht. Und ich wäre todeshyped, wenn es das könnte. Speak ist aber eher ein richtig guter Übersetzer, wenn man so möchte, und Dolmetscher, der beim Sprachenlernen hilft. Am besten kann man das mit Japanisch zeigen. Auf Japanisch gibt es immer verschiedene Höflichkeitsformen. Spreche ich zum Beispiel mit Freunden, mit jungen Menschen oder im Businessumfeld, dann sind die ziemlich anders. Ja-ne heißt so viel wie bis dann. Das kann man zu Freunden sagen, aber ihr würdet richtig dumm angeguckt werden, wenn ihr das in einem formellen Umfeld sagt. Speak geht spannenderweise auf genau diese Nuancen ein und kann sogar übrigens Romaji, die Schreibweise von Japanisch für Dullis, die die japanische Schrift nicht können, wie ich zum Beispiel. By the way, habt ihr gesehen, dass es sogar noch extra süße Varianten gibt, um das hier zu sagen? Japan, ich sag's euch. So, und jetzt schaut mal hier. Bis jetzt waren es immer Informationen, die wir von extern genommen haben und nach ChatGPT reingeschubst haben, um dann was damit zu machen. Aber im Grunde geht es uns doch um Automatisierung. Wir wollen den Shit ja gerade nicht mehr selbst machen. Und dazu gibt es auch ein paar Plugins. Hier mal eins, exemplarisch rausgezogen, das vermutlich die meisten von euch direkt mögen werden. Der Spotify Playlist Generator. Dazu müssen wir uns jetzt natürlich erstmal bei Spotify anmelden. Und bedenkt bitte, dass die Plugins nicht verifiziert werden auf Sicherheit. Das hat an sich aber auch wirklich reibungslos funktioniert, ist aber natürlich nur ein Beispiel von wahnsinnig vielen. Es gibt Tischreservierungs-Apps, es gibt Hilfe bei Unterkunftssuchen und natürlich bei Buchen von Unterkünften. Seit ich mit dem Video hier angefangen habe, kamen locker 50 neue Plugins dazu zu dem Store. Besonders bemerkenswert für externe Interaktion ist aber natürlich Zapier. Das ist eher was für die Bastler unter euch und würde vermutlich eher Richtung Tutorials-Kanal passen. Trotzdem sei es hier ganz kurz erwähnt. Ihr könnt über Zapier alle möglichen Apps miteinander verbinden. Ein Beispiel. Ihr verbindet ChatGPT mit Twitter. Dann lasst ihr ChatGPT eure Tweets schreiben, zu welchem Thema auch immer, und müsst nur noch einmal kurz bestätigen, dass ihr das wirklich wollt. Der Tweet ist übrigens echt. Ihr konntet den am Samstag letzte Woche sehen. Zapier hat über 5000 verbundene Apps und ja, ihr könnt euch denken, wie unfassbar krass das wird. Und was es natürlich dann auch für eine Sicherheitslücke ist, wenn ich dann Zugriff auf euer ChatGPT bekomme. Naja, die Möglichkeiten sind fast endlos. Was leider auch dazu führt, dass ich in letzter Zeit immer mehr Content auf Twitter sehe, der eindeutig KI generiert ist. Er ist meist ganz gut, keine Frage, aber er flutet meine Timeline, weil er billig zu erstellen ist und Leuten Reichweite gibt. Und dadurch wird das erste Social Media schon ziemlich unangenehm zu benutzen. Vor allem von diesen komischen Konsorten, die einen blauen Haken tragen, aber das ist ein anderes Thema. Die Möglichkeiten sind aber trotzdem großartig. Überlegt, wie geil ein Assistant mit Spracheingabe und Sprachausgabe und diesen Möglichkeiten wäre. Okay, ich glaube, damit haben wir einen ganzen Haufen abgedeckt. Einige Ideen und Wünsche werde ich, je nachdem, was ihr mir natürlich schickt oder was ich noch selbst rausfinde, in eigenen Tutorials zeigen. Eine Sache bleibt aber zu bedenken, bei all den geilen Möglichkeiten und Bedenken, die ich auch schon geäußert habe. All das läuft nur auf einer Plattform, auf der Plattform von OpenAI. ChatGPT hat jetzt schon damit eine Art Monopol wie das iPhone mit dem App Store und wir wissen, wie viel Macht die damit haben.